Life is Elsewhere Too. Diesen Titel trägt die aktuelle Ausstellung im Kunstzimmer Eppendorf, die Anfang November eröffnet wurde. Das ist eine Gemeinschaftsausstellung. Das sind zwei Künstler, die sich wunderbar ergänzen, weil sie beide interkulturell arbeiten, mit einem internationalen Hintergrund leben, also in vielen Ländern gelebt haben, aber auch einen sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund haben. Frankie Gao ist eine der beiden Künstlerinnen. Die gebürtige Chinesin ist vor einem Jahr nach Hamburg gezogen. Viele ihrer Werke erinnern an Sternbilder. Ich mag immer schwarz und weiß. Es ist mein persönliches Wow, als ich ein kleines Mädchen war. Aber Farbe, ja, ich liebe Farbe auch, aber schwarz und weiß sind immer die Farbe in meinem Kopf. Die Wandbemalung ist nicht nur charakteristisch für die Kunst Frankie Gaos. Sie stellt zugleich eines der auffälligsten Stücke der Ausstellung dar. Inspiriert wird die Künstlerin auch durch ihr Leben in Hamburg. I feel myself for the city and I really enjoy my life in here and it gives me lots of energy and especially creative energy. Kreative Energie strahlen auch die Bilder von Cora DeLang aus. Sie bilden den zweiten Teil der Ausstellung. Cora DeLang, Argentinierin, die überall auf der Welt auf 5 verschiedenen Kontinenten gelebt hat. Auch da sind die Leute fasziniert von ihren so detaillierten Arbeiten, also wo man ja so sehr, sehr, sehr viel entdecken kann. Hinter der gemeinsamen Ausstellung steckt eine klare Botschaft. Dass das Leben auch woanders sein kann, dass man eben weltoffen sein sollte, auch neugierig sein, das, was die Künstlerin mit sich bringt, neugierig sein für das, was woanders ist. Und offener denken, das bringt dieser Titel mit sich. Life is Elsewhere Too wird noch bis zum 26. November im Kunstzimmer Eppendorf ausgestellt. Der Eintritt ist kostenlos.